guten Tag. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, meinen Vortrag zu hören. Die Kohlendioxidtherapie, die CO2-Therapie, die Kohlensäuretherapie, das sind nur Synonyme für eine und dieselbe Behandlung, weil das CO2 ist zwar Gas, die Kohlensäure ist die Flüssigkeit, aber wenn das CO2 im Organismus entsteht oder in den Organismus eintritt, löst sich das Gas in körperliche Flüssigkeit und so entsteht sowieso die Kohlensäure. Und das, was ich jetzt gleich sage, wird eine Überraschung sein für alle, die mit dieser Therapie bisher gearbeitet haben, weil ich habe das, was ich jetzt sage, noch in keinem Buch gefunden. Allerdings ist das das Ergebnis meiner fast 40-jährigen Erfahrung mit dieser Therapie. Das CO2 als ein chemischer Stoff ist nicht der einzige Faktor bei der CO2-Therapie. Auf den CO2-Reiz antwortet der Organismus manchmal gut, manchmal schlecht, manchmal nur teilweise. Ich habe durch Misserfolge erkannt, dass die Bedingungen des Umfeldes, in dem sich der Organismus befindet, entscheidend sind für die Antwort des Organismus auf diesen CO2-Reiz. Im weiteren Verlauf meines Vortrages werden Sie verstehen, warum die Bedingungen der CO2-Therapie nicht stressig, sondern nur absolut ruhig und komfortabel sein müssen. Die körperliche CO2-Gegenregulation geht nämlich deutlich in die Richtung der allgemeinen Parasympathikotonie, also Trophotropie. Da die Trophotropie aber der Sympathikotonie untergeordnet ist, wirken die oft unbeachteten oder sogar auch Unkenntnis verursachten Stressreize während den meisten CO2-Methoden, anderen Methoden, behandlungsstörend und blockieren die Entfaltung der trophotropen Gegenregulation auf den CO2-Reiz sofort. Bei der typisch kurzen Dauer der Anwendung bei den anderen Methoden, es ist nur 8 bis höchstens 15 Minuten, spielt jede Unterbrechung der sonst sympathikolytischen Gegenregulation eine große Rolle. Dann werden nämlich nur Teileffekte und nicht das ganze Spektrum der potenziellen Wirkungsmechanismen des CO2-Reizes entfaltet. Einige CO2-Methoden haben schon in ihrer Methodik entscheidende Mängel in diese Richtung eingebaut. Sei es die Inhalationsgefahr bei den offenen Methoden wie Piszine oder Sitzbäder, die Unbequemlichkeit der CO2-Kabinen, die lästige Auskühlung sowie die notwendig starre Haltung des Nackens und die erzwungene Unbeweglichkeit im Kohlensäurewasserbad, das unruhige Umfeld, Gespräche und Lärm während der Behandlung und so weiter. Andere Methoden, wie das Trockengasbad nach Tichy, sind unzureichend definiert und erlauben mehr oder weniger individuelle Anwendefehler. Das ist schade und man verschenkt unnötig die Behandlungszeit, die man bei den gleichen Kosten viel besser nutzen kann. Dazu kommt noch die aus meiner Sicht unnötig und unzureichend kurze Dauer der Behandlung, die sich ohne darüber nachzudenken von dem äußerst kurzen, klassischen, auskühlenden Kohlensäurebad traditionell, jedoch ohne medizinischen Grund, auch auf alle anderen CO2-Methoden übertragen hat. Der Zeitfaktor ist aber sehr wichtig für die allmähliche Entfaltung und Stabilisierung der trophotropen CO2-Wirkung schon ab der ersten Anwendung. Wenn während der Therapie störende Gespräche, Berührungen des Körpers oder sogar invasive Untersuchungstechniken wie Spritzen zu Blutanalysen angewandt werden, ist es kontraproduktiv. Ich schlage vor, die Kanülen mit entsprechenden Schläuchen rechtzeitig vor der Behandlung anzulegen und die Blutentnahmen leise und unauffällig vorzunehmen. Ich erkannte also, dass bestimmte Behandlungsbedingungen absolut entscheidend zum Erfolg oder Misserfolg der CO2-Behandlung beitragen und von jedem CO2-Reiz im Rahmen jeder CO2-Therapie
nicht wegzudenken sind. Deshalb verbesserte ich die CO2-Beutelgas-Methode nach Dr. Tichy deutlich, indem ich sie in ihren Faktoren analysierte, ihre Schwachpunkte beseitigte und die möglichen Wirkungsmechanismen überlegt methodisch potenzierte und somit die bestwirksame CO2-Methode gegenüber des bloßen Balkaufblasens zu konzipieren. Die Auswirkung der Änderung war mehr als ihre Summe, das alles potenzierte sich erheblich. Weil meine positive Erfahrungen auf andere CO2-Methoden nicht voll übertragbar sind, war es nötig, sich von ihnen zu distanzieren. Deshalb benannte ich meine Methode als die geschlossene Kohlendioxid-Komfortgasbehandlung, eine jedem offene, nicht geschützte Bezeichnung mit der Betonung auf Komfort, weil das gute Gefühl nicht ein unnötiger Luxus, sondern ein absolut notwendiger Begleitheilfaktor des CO2-Reizes ist. Das totale Wohlbefinden und die typische Somnolenz bis zum entspannten Einschlafen ist ein Kontrollgefühl der trophotropen, ungestörte Stressfreiheit und korrekter Ausführung meiner Methode. Zu dem therapeutischen Prinzip des CO2-Reizes. Die klassische CO2-Therapie nutzt die informative Qualität des CO2-Reizes, nicht seine chemisch-pharmakologische Wirkung. Das ist ganz wichtig zu wissen. Zum Beispiel, dieser Reiz bewirkt eine Hypotonie, aber eine CO2-Inhalation mit chemisch-pharmakologischer Belastung des Körpers hat nämlich auch konträre Wirkung. Sie bewirkt eine Hypertonie und deswegen ist möglich zu vermeiden. Also eine Inhalation ist verboten während der Kohlensäurebehandlung. Das Kohlendioxid ist ein Naturgas. Es ist das einzige Gas, was unser Körper, nicht Darmbakterien mit ihrem Methan, selbst herstellt. Seine bestimmte Menge ist vital notwendig. Insbesondere für die pH-Homöostase des Blutes ist es wichtig. Bei seinem Mangel entsteht ein Calciummangel im Blut mit der Tetanie. Also bestimmte Menge müssen wir haben. Normalerweise wird der Überschuss von CO2 aus der Haut ausgegeben. Ab dem Erreichen von 4 Volumenprozenten in der umgebenden Luft oder im Wasser kehrt sich der Konzentrationsgradient um und das Gas wird in der direkten Abhängigkeit von der Befeuchtungszustand des Stratum Corneum resorbiert. Der CO2-Reiz führt zur Freigabe von Mediatoren-Kaskade nach dem Kontakt mit dem Endothel. Die Mediatoren werden dann mit dem Blut in den ganzen Körper weitergeleitet. Nur sie und nicht das Kohlendioxid also begründen zahlreiche positive Effekte. Schon die ersten aeroben einzelnen Organismen lernten den oxidativen Verbrennungsprozess zu beherrschen und nur das überproduzierte CO2 als Abfallprodukt zu entsorgen. Alle späteren zellulären Funktionen entwickelten sich schon auf der Basis des angestammten CO2-Stoffwechsels und unterliegen so seinen Schwankungen. Aus den ersten Einzelnen haben sich dann mehrzellige Organismen, Pflanzen, Tiere und Menschen entwickelt. Die Fähigkeit, den CO2-Stoffwechsel zu beherrschen, wurde ihnen phylogenetisch vererbt. Und dasselbe passiert bei der Ontogenese. Aus der befruchteten Eizelle entwickeln sich alle Organe des Endo-, Meso- und Ektoderms. Alle weiteren ausdifferenzierten Zellen erben die Fähigkeit zur CO2-Regulation ebenfalls. So ist es verständlich, dass absolut jede Zelle des Organismus aller drei Keimblätter mit jeder ihrer Funktion durch den phylogenetisch ältesten CO2-Reiz an der Basisregulation ihres Stoffwechsels angesprochen wird. Das erklärt die vielseitigen Folgeeffekte und die vielen interdisziplinären Indikationen der CO2-Anwendung. Wir haben hier mit einem der phylogenetisch ältesten Reize zu tun,
der bei richtigem Verständnis und Anwendung ungeahnte, wissenschaftlich erklärbare, spektakuläre Effekte im Bereich der Selbstheilung, der Regeneration und der Anti-Aging bewirken kann. Bei einem ruhenden Menschen wird eine konstante Menge von etwa 340 bis 350 Liter CO2 pro Tag infolge von homöothermisch bedingter Wärmegewinnung ständig produziert. Eine bis zu fünfmalige CO2-Überproduktion pro Zeiteinheit entsteht infolge von körperlicher Arbeit in den Muskeln. Das pH des Blutes unterliegt bekanntlich einer sehr scharfen Regulation. Die überproduzierte CO2-Menge muss daher sofort ausgeleitet werden. Die erhöhte CO2-Konzentration dient dem Organismus grundsätzlich als ein Indikator der gerade laufenden Muskelarbeit. Auf diese oxidative Belastung mit Verbrennung von hochenergetischen Stoffen reagiert der Organismus mit einer mehrschichtigen präformierten Reaktion. Nicht nur die Entgiftung wird aktiviert, sondern alles, was man zu der gesteigerten Leistung auch noch braucht. Es kommt zu einer sofortigen Gegenregulation und auch zu einer adaptiven Vorleistung auf die möglicherweise noch fortgesetzte Arbeitsleistung. Das hat der Organismus aus der Phylogenese gelernt. Es werden anabole Reaktionen schon während der Leistung, also während der katabole Phase, entfaltet. Die katabole Phase wechselt in die anabole Stoffwechsellage in der Abhängigkeit von der CO2-Produktion. Nach der Analyse der gesicherten interdisziplinären Wirkungsmechanismen wurden die typischen gegenregulatorischen Absichten und die eindeutige trophotropen Aufbaufunktionen ersichtlich. Es werden phylogenetisch gespeicherte Programme ausgelöst, die für die Arbeit und energetischer Nachschub nötig sind. Das verlangt der Lebenserhaltungstrieb. Der Organismus macht aber immer nur das, was er machen muss oder was wir ihm entlocken. Nichts mehr und nichts weniger. Das verlangt von ihm der phylogenetisch verankerte sparsame Energiehaushalt. Denn die meisten Organismen sind nicht etwa dadurch verstorben, weil sie gefressen wurden, sondern weil sie nichts zum Fressen fanden. Das Ziel der CO2-Gegenregulation ist also nur die notwendige Normalisierung der gestörten Homöostase, nicht etwa irgendwelche freiwilligen heilenden Mehreffekte. Jetzt werden wir analysieren, was gehört oder was verstehen wir unter der normalisierenden CO2-Gegenregulation bei der Muskelarbeit, bei der tatsächlichen Belastung, bei der tatsächlichen Arbeit. Erstmals ist das ein Energiebeschaffungsprogramm. Erhöhte Produktion von energiereichen Stoffen befüllt die intrazellulare Energiespeicher. Zweitens, es ist die hormonelle Unterstützung mit trophotrop wirksamen Hormonen, STH, Sexualhormone, Melatonin. Sie werden normalerweise sonst nur im Schlaf freigegeben. Nicht nur die Zunahme der energiereichen Verbindungen und die starke Glykogenproduktion in der Leber, sondern auch die Osteoblasten und die Neubildung von Kapillaren werden stimuliert. Drittens ist das Sauerstoffbeschaffungsprogramm. Das Bohr-Effekt zur aktiven Mehraufnahme von Sauerstoff aus der normalen Luft ist besser und nachhaltiger als nur eine kurzfristige Sauerstoffinhalation. Der Sauerstoff ist nämlich ein Passivgas, ein Naturgeschenk ohne gegenregulatorische Reizwirkung und ohne nachhaltige Steigerung von PO2 im Vergleich zum Bohreffekt, den manchmal noch Stunden nach dem Ausatmen des überschüssigen Kohlendioxid unvermindert gesteigert bleibt. Das kann man durch Oximetrie sehen. Viertens,
Es entsteht ein Sauerstoffverteilungsprogramm und Kontrolle von Sauerstoffradikalen. Nach seiner Aufnahme muss der Sauerstoff zu den Zellen gebracht werden. Bei optimalen oxidativen Verbrennungsprozessen zur Energiegewinnung müssen oxidative Schäden an Proteinen verhindert werden. Kohlendioxid selbst ist ein Sauerstoffradikalfänger, nach Professor Dallacker. Die Verlangsamung der Schergeschwindigkeit von Erythrozyten gibt mehr Zeit zum Gasaustausch. Verbesserte Flexibilität der Erythrozyten verhindert ihre Staus in den kleinsten Kapillaren. Die gesteigerte Vasomotion bewegt peristaltisch die Erythrozytenmasse dicht entlang der Kapillarenwand. Die beschleunigte Lymphomotion schöpft die extravasale Flüssigkeit ab und verkürzt damit die Transitstrecke zu der Zelle. Die verminderte adrenalinbedingte Aggregationstendenz verbessert auch die Fließeigenschaft des Blutes. Fünftens, es gibt ein CO2-Ausleitungsprogramm über die Lunge, Nieren und Haut. Das beseitigt nur den CO2-Überschuss und stoppt bei der Normalisierung des pH des Blutes. Sechstens, es gibt ein Flüssigkeitsbeschaffungsprogramm, Verbesserung der Rheologie des Blutes. Eine Vasodilatation bedeutet ein größeres Volumen der Blutgefäße, was mit Blutinhalt gefüllt werden muss, um eine gute Perfusion zu erreichen. Die gesteigerte Lymphomotion, der Lymphsog, sorgt für eine innere Infusion der extravasalen Lymphe und somit für die notwendige Hypervolämie. Jede Arbeit erhöht die Wärmeproduktion in den Muskeln. Die überproduzierte Wärme wird mit der Hautvasodilatation und mit Schwitzen abgeleitet. Das starke Schwitzen führt zu Flüssigkeitsverlust, das ist normal. Allerdings kann es dann zu Gerinnungsstörungen führen. Der Lymphsog fühlt daher den Blutkreislauf fortlaufend und die CO2-thromboprophylaktischen Effekte verhindern die möglichen thromboembolischen Obstruktionen. 7. Ein Ausleitungsprogramm für Stoffwechselschlacken, Endprodukte nach der Energiegewinnung. Der Lymphsog reißt extrazellulare Schlacken und Wasser mit sich. Die Hypervolämie bewirkt zweifache diuretische Effekte. Erstens über das Adiuretinsystem, zweitens wird während der Arbeit der Blutdruck erhöht, auch im trokalen Raum. Das ist ein Auslöserreiz für die Freigabe von arteriellem natriuretischem Faktor ANF. Die stark angeregte, zweifach gesteigerte Diurese leitet Abfallprodukte des Stoffwechsels mechanisch aus. Achtens, ganz wichtig, Anaboli-Recyclingsprogramm, also optimierte Regeneration. Die anabole Umstellung hat zwei besondere Funktionen. A. Sie entschlackt die Zellen durch das Recycling der Schlacken, also auch ohne die Notwendigkeit der Eliminierung der Schlacken aus den Zellen. B. Sie ernährt die Zellen durch das Recycling, erneutes Zusammenbau der Zellzerfallsprodukte ohne Nährstoffzufuhr mit dem Material von innen. Es ist also ähnlich wie bei der Autobatterie, die eine Zelle des Organismus analog ist. In der katabolen Energieentladungsphase entstehen aus hochenergetischen Verbindungen Zerfallsstoffe, die in dieser Phase als ein Abfall betrachtet werden, weil ihre Anhäufung die chemischen Reaktionen verlangsamen würde. In der anabolen Aufladephase dagegen werden dieselben Stoffe als wertvolle Präkursoren wieder zu hochenergetischen Verbindungen wieder zusammengebaut, ohne dass die Autobatterie geöffnet werden muss. Auch in den biologischen Zellen funktioniert dieses echtes, sparsames, intrazelluläres Recyclingsprogramm. Bei jeder schweren Muskelarbeit kommt es normalerweise zu mikroskopischer Verschwemmung, also Mikroverletzung von Muskelfasern. Auch andere Verletzungen bei der Arbeit, beim Angriff, nach Verteidigung, Verbrennung und ihr Infizieren
lernt er die Phylogenese kennen und behandeln. Dies muss schnell repariert werden. Die Arbeitssituation braucht also auch die schnelle Kapillarneubildung, Entzündungshemmung und auch Immunitätssteigerung. Einige Effekte funktionieren gleich in mehreren Programmen gleichzeitig. Und wie wirkt jetzt die CO2-Behandlung, wenn wir wissen, dass das CO2 eigentlich, Überschuss von CO2, eine Belastung des Organismus bedeutet, was ausreguliert werden muss? Bei der CO2-Behandlung handelt es sich im Prinzip um eine Täuschung des Organismus. Die katabole Phase wechselt in die anabole Stoffwechsellage in der Abhängigkeit von der CO2-Methode, von ihrer Intensität, also Resorptionsfähigkeit und Gaskonzentration, und von der Dauer der Behandlung. Durch die künstliche CO2-Information simulieren wir dem Organismus eine Arbeitssituation, die es in Wirklichkeit nicht gibt, und zwingen ihn zu einer phylogenetisch verankerten, umfassenden Gegenregulation mit objektiv nicht nötigen Reaktionen. Die überschießenden Reaktionen bewirken dann manche erwünschten, paradoxen, heilenden Effekte. Wir nutzen hier die Tatsache aus, dass die Chemorezeptoren im Endothel nicht in der Lage sind, die Richtung zu erkennen, aus welcher das CO2 kommt, ob aus dem Innern vom Blut oder von außen transdermal diffundiert. Die transdermale Diffusion hatte nie eine physiologische Bedeutung, weil sie normalerweise nie vorkam. Und wenn doch, dann wurde sie nicht überlebt. Organismen in Erdvertiefungen ertranken in unsichtbaren CO2 infolge von unmerklich verdrängtem Sauerstoff, und das konnte nicht vererbt werden. Daher werden auch bei dem ruhenden Organismus dieselben oben genannten präformierten Programme nach dem CO2-Auslöserreiz eingeleitet, wie bei der Muskelarbeit auch. Bei einer guten CO2-Methode konfrontiert die transdermal diffundierte CO2-Menge das Endothel mit einer außergewöhnlich hohen CO2-Konzentration, ähnlich wie während der stärksten Arbeit, die im Blut eigentlich schon fast unphysiologisch erscheinen würde und eine starke Gegenregulation provozieren würde. Die absolute Menge des transkutan resorbierten Gases ist im Vergleich zu einer echten Arbeitsleistung viel zu gering und wird durch die laufenden Phosphatpuffermechanismen im Blut sofort neutralisiert. Es bleibt dann nur die freigesetzte Mediatorenkaskade im Blut übrig. Der Sport hat eine geringere regenerative Bedeutung als die CO2-Behandlung bei ruhendem Körper, weil im Sport fast alle angeregten CO2-Effekte zu der notwendigen Neutralisierung der tatsächlichen Leistung verbraucht werden, während dieselben beim ruhigen Liegen im Überschuss vorhanden bleiben. Eine Muskelleistung hat seine Tücken. Sie ist nicht für sehr alte, Behinderte oder Rheumapatienten geeignet, und bei Herzkranken kann sie sogar lebensgefährlich werden, insbesondere wenn beim Jogging an schwer zugänglichen Stellen etwas passiert, wo kaum Menschen sind, wo nicht unbedingt ein Telefon zur Verfügung steht und wo kein Krankenwagen kommen kann. Dagegen kann jeder, auch der schwerstkranke Patient, bei der geschlossenen Kohlendioxid-Komfortgasbehandlung nur gefahrlos liegend schlafen, im Überschuss der CO2-Aufbaufunktionen baden und so einen echten Jungbrunnen erleben. Welche überschießende CO2-Gegenregulation bei dem ruhenden Körper sind von Bedeutung? Das sind dieselben Programme wie zuvor. Erstmals Energiebeschaffungsprogramm. Der Organismus schwimmt jetzt förmlich in dem Überfluss von einsatzbereiten Energiestoffen. Der energetische Aufbau beseitigt jeder chronische Erschöpfungszustand binnen weniger als 3 Wochen,
alimentiert alle Selbstheilungsprozesse und ist auch für Sportler interessant. Zweitens, die hormonelle Unterstützung mit trophotrop wirksamen Hormonen. Es kommt zu Körperaufbau, zu Normalisierung der neurohypophysären Funktion und Sexualfunktionen mit Steigerung der Fertilität und Sexualität, zu schnellerer Wundheilung bei weichem, hartem Gewebe und zur Stimulierung von Osteoblasten. Drittens, Sauerstoffbeschaffungsprogramm. Der aktiv aufgenommene Sauerstoff wird nicht ganz verbraucht und so bleibt er als PO2-Steigerung im Überschuss. Seine paradoxe Steigerung beseitigt leicht alle Hypoxien und hat Bedeutung im Sport. Viertens, Sauerstoffverteilungsprogramm und die Kontrolle von Sauerstoffradikalen. Das CO2 bewirkt die beste Durchkämmung des Gewebes als Vorbereitung zur intensiven Entschlackung und Entgiftung. Auch Schwermetalle werden mobilisiert. Sauerstoffradikalfunktion des CO2 ist ein Faktor von typischen CO2-Anti-Aging-Effekten. Fünftens, CO2-Ausleitungsprogramm führt zu paradoxer Tendenz der Alkalisierung des Blutes, was bei Entzündungen und Krebs eine Rolle spielt. Sechstens, Flüssigkeitbeschaffungsprogramm und die Verbesserung der Rheologie des Blutes. Es werden Ödeme, Wasser und Natrium ausgeschwemmt. Antithrombotische Effekte sind bedeutsam bei vielen klassischen Herz-Kreislauf-Indikationen, aber auch posttraumatisch und postoperativ, sowie bei Frauen mit Hormonbehandlungen jeder Art. 7. Ausleitungsprogramm für Stoffwechselschlacken. Starke diuretische Effekte helfen bei Harnweginfekten. Mechanische Ausleitung auch bei Schwermetallen geht sehr schnell. 8. Es gibt der Anaboli-Recyclingsprogramm. Das führt zu optimierter Regeneration, zu optimierter Heilung von eventuellen Verletzungen, nach Operationen, Verbrennungen, mit geringerer Infektanfälligkeit, weil es weniger Wundwasser gibt, Verbesserung der Abwehrlage auch beim Krebs. Bedeutung hat es beim Sport und bei der Selbstheilung allgemein. Jede Zelle des Organismus profitiert von der trophotropen Aufbaufunktion. Der Organismus wird mit Anti-Aging-Effekten in jeder seiner Funktion regeneriert. Dies lässt sich bei vielen bisher therapieresistenten Indikationen positiv anwenden. Es wäre noch viel mehr zu berichten, als ich es in dem beschränkten Umfang jetzt einpacken kann. Vielleicht nur noch dies. Die vielfache Bedeutung des Lymphsogs infolge der CO2-Behandlung. Die extravasale Flüssigkeit wird durch die Peristaltik der zahlreichen in die Lymphe offenen Lymphgefäßen aktiv angesaugt. Je schneller und länger die Lymphperistaltik, umso intensiver der somit erzeugte Lymphsog. Bei der langen und hochkonzentrierten geschlossenen Kohlendioxid-Komfortgasbehandlung entsteht ein besonders starker und lange andauernder Lymphsog. Dabei werden neuartige Effekte sichtbar. Die Intensität des Lymphsogs wird an der Füllung einer Brandblase in folgender Abbildung vor und nach einer einzigen Therapie demonstriert. Der Lymphsog hat folgende positiven Effekte. Erstmals, Abnahme nicht nur von pathologischen Ödemen, sondern auch von der normalen extravasalen Flüssigkeit. Mobilisierung aller extravasal deponierten Substanzen, Hormonen, Proteine, Endorphine, dendritische Zellen, aber auch Schlacken, Giftstoffe, Schwermetalle und andere belastenden Stoffe wie Medikamentenreste, Chemotherapiereste, unphysiologische Nahrungsergänzungsmittel usw. So umschriebene Wassereinlagerungen spielen auch bei der Zellulite eine Rolle. Zweitens, die sogenannte Transitstrecke zwischen der Kapillare und der Zelle wird dadurch verkürzt. Es kommt zu schnellerem Gas-, Nährstoff- und Schlackenaustausch, zu rascher Regeneration. Drittens, die Hypervolemie, also innere Infusion.
Die Lymphzufuhr bringt viel Flüssigkeit in das Blut, das verbessert automatisch die Rheologie, normalisiert die Hypotonie, regt die Diurese an. Viertens, mit der Lymphe kommen aber auch alle mobilisierten Hormone in das Blut und dann über das Blut zum Zielorgan. Dadurch gelangen ins Blut auch solche Hormone, welche nicht typisch in der anabolen Phase freigesetzt werden, wie Insulin und Schilddrüsehormone, welche bereits vorproduziert in der Nähe ihrer Hormondrüsen, eventuell durch einen pathologischen Lymphstau bei zum Beispiel kutivisceralen Reflexveränderungen im Segment bei Wirbelsäule-Syndrome und so weiter, angestaut warten. Ihr Verweilen neben der Hormondrüse wirkt wie ein negativer Feedback. Die Ansammlung von Endprodukten verlangsamt die Reaktionsgeschwindigkeit jedes chemischen Prozesses, also die Neubildung von Hormonen, und begründet somit eine hormonale Hypofunktion. Nach dem Abtransport von Endprodukten beginnt die Hormondrüse wieder normal zu arbeiten. Wir haben beobachtet zum Beispiel ein starkes Absinken, also Normalisierung der Hyperglykämie bei Diabetikern, zum Beispiel vom 300 mg Blutzucker vorher auf 120 mg nach der ersten Therapie. Plötzliche Überdosierungserscheinungen bei der vorher stabil eingestellten Schilddrüsenmedikation bei Hypothyreotikern ist ein weiterer Beweis. Da die Steigerung von Schilddrüsenproduktion nicht zu dem Effekt von CO2 gehört, muss es sich hier um die angestauten und erst durch den Lymphsog mobilisierten Reste der Vorproduktion handeln. Fünftens. Der Lymphsog führt auch zu schonender mechanischer Entgiftung. Mechanische Entgiftung, das ist sicher, angenehm und ohne Nebenwirkungen, besser als durch die belastenden und gefährlichen Chelatinfusionen. Unsere Beobachtung zeigte, dass mit der Lymphe auch mobilisierte Schwermetalle wie Aluminium, Blei, Cadmium, Arsen, Molybden usw. über das Blut, Leber und Nieren rein mechanisch ausgeleitet wurden. Das kann man durch die Vollblutanalysen sehen. Es reicht dazu vielleicht eine Serie von 10 Anwendungen. Die Übelkeit während der Chemotherapie wird auch sehr schnell beseitigt. Sechster Faktor des Lymphsogs. Die Zufuhr von mobilisierten Endorphinen in das Blut. Wir haben beobachtet Schmerzlinderung, Euphorisierungseffekte, Beruhigung und starke Schlaftendenz während der geschlossenen Kohlendioxidkomfortbehandlung. Siebter Effekt. Die Zufuhr von mobilisierten dendritischen Zellen, die normalerweise unter der Haut eingelagert sind, und die werden auch in den Lymphknoten gleich aktiviert unterwegs. Diese Vermutung, das ist eine Vermutung, das haben wir nicht gemessen, aber das kommt durch die auffällige immunologische Kräftigung zustande. Wir haben beobachtet wesentlich geringere und schnelle, also geringere Infektanfälligkeit allgemein, auch bei kleinen Kindern, auch gegen Schnupfen, Grippe und auch längeres Überleben bei Krebspatienten gegenüber ihren Prognosen. Achter Faktor des Lymphsogs. Bessere und schnellere Wundheilung nach Verletzungen und Operationen und geringere Narben. Das Absaugen von Wundwasser lässt die Wundränder vakuumdicht aufeinander kleben. Das Infektionsrisiko in einem nicht mehr existenten proteinhaltigen Wundwasser wird somit vermindert. Die neu gebildeten Kapillaren brauchen nur eine geringere Distanz zu überbrücken und es bleiben nur dünne Narben danach. Das ist auch eine Prävention von Keloiden. Und neuntens, schnelle Heilung nach Verbrennungen. Bei Verbrennungen gibt es ein Problem mit dem unverhinderten Verlust der eiweißreichen Lymphe. Die Flüssigkeits- und vor allem der Proteinverlust sind die eigentlichen Ursachen des Todes nach schweren Verbrennungen. Unsere Beobachtung zeigt, dass die geschlossene Kohlendioxidkomfortgasbehandlung spektakuläre Erfolge bei den Verbrennungen zeigt.
Der zentripetale Lymphsog rettet die Plasmaflüssigkeit für den Organismus, leert die Brandblasen aus, lindert Schmerzen und heilt oft ohne bleibende Narben aus. Es gibt ein bekanntes Akzeptanzproblem der CO2-Behandlung von den balneologisch nicht versierten Kollegen. Ein Zitat. Die Balneologie ist unwissenschaftlich. Wie ist das möglich, dass man eine und dieselbe CO2-Anwendung einmal zur Senkung bei der Hypertonie und anderes Mal zur Erhöhung des Blutdrucks bei der Hypotonie benutzen darf? Ja, es ist so. Jeder wissenschaftlich versierte Balneologe weiß, dass das CO2 bei der Hypertonie zuerst zur Senkung der Freigabe von Stresshormonen und zu einer Vasodilatation mit der Erweiterung des Volumens des Blutkreislaufs und somit zur Senkung des Blutdrucks führt. Und dass bei der Hypotonie dagegen eine andere Gegenregulation überwiegt. Das Auffüllen des Volumens des Blutkreislaufs durch die angeregte Lymphomotion, den Lymphsog und dass die anschließende Hypervolämie den Blutdruck normalisiert. Nach dem Erreichen des Sollwertes entweder stoppt die Gegenregulation oder bei der Überschreitung der Sollgrenze wird eine konträre Gegenregulation eingeschaltet. Der Organismus hat somit eine Tendenz zur Normalisierung. Die eine CO2-Anwendung erscheint also wie zwei verschiedene Heilmittel, je nach der Ausgangslage des Organismus in dem Zusammenspiel mit dem Körper. Die meisten Kollegen denken pharmakologisch. Eine Pharmakotherapie wirkt in die eine oder andere Richtung der physiologischen Funktion linear. Bei der Überdosierung überschreitet sie die homöostatische Grenze. Ihre Dosierung ist viel zu grob, zum Beispiel einmal täglich und so weiter. Es kommt leicht zu Unter- oder Überdosierung mit Nebeneffekten. Es hat sich daher eine falsche Meinung etabliert, dass, wenn eine Therapie keine Nebenwirkungen hat, so kann sie auch nicht wirken. Dies ist in der Balneotherapie anders, weil wir erstens nur mit feinen, laufenden physiologischen Gegenregulationen arbeiten, zweitens der Organismus eine Fähigkeit hat, seine heilenden Mittel aus dem therapeutischen Angebot selektiv optimal auszuwählen. Das funktioniert je nach dem Ausgangszustand des Organismus mathematisch klar und einfach. Bei der Hyperfunktion, bei der gleichen starken Plus- und Minusreizen, reagiert der Organismus eher auf den Minusreiz, der sich mit der bereits eingeschalteten Minus-Gegenregulation summiert. Bei der Hypofunktion ist das umgekehrt. Bei den gleichermaßen starken Plus- und Minusreizen reagiert der Organismus eher auf den Plusreiz, der sich mit der bereits eingeschalteten Plus-Gegenregulation summiert. Die konträren Gegenregulationen werden also je nach dem Ausgangszustand, ob Hyper oder Hypo, des Organismus an- und abgeschaltet. Die geschlossene Kohlendioxid-Komfortgasbehandlung hat jede Menge interdisziplinären Indikationen. Ich werde hier für den Kinderwunschkongress nur einige nennen, die wichtig sind für Frauen, die schwanger werden wollen oder schon sind. Erstmals die Indikation hormonelle Störungen der Frau, ob Sterilität oder auch Wechseljahrebeschwerden. Die CO2 führt erstmals zur Beruhigung. Wir wissen, dass es einen Antagonismus zwischen Stresshormonen und Sexualhormonen gibt. Die Beruhigung also führt zur Senkung der Produktion von Stresshormonen und dadurch werden die Gonadotropine enthemmt. Es kommt zur Regeneration von weiblichen Sexualhormonen durch verbesserte Durchblutung der Hypophyse und der Eierstöcke und auch durch Ausgleich der neurovegetativen Entgleisungen, Schwitzen und Nervosität. Somit haben wir praktisch die Verbesserung auf der hormonalen und nervalen Achse.
Seit etwa 30 Jahren gibt es sehr positive Effekte auch bei der Behandlung in der Schwangerschaft, insbesondere bei der EPH-Gestose und bei chronischer Mangeldurchblutung der Plazenta und Wachstumsretardierung des Fetus. Es gibt eine Selbsthilfegruppe Gestose-Frauen, die das in Eigenregie schon seit 30 Jahren selber machen. Was kann man bei der EPH-Gestose, die durch Schwangerschaftshochblutdruck, durch extreme Gewichtszunahme, Retention von Wasser und Natrium, Verminderung des onkotischen Druckes, Ödeme, Krampfbereitschaft und Todesgefahr für Mutter und Kind durch CO2 erreichen? Alle Effekte, wie bei dem Blutdruck, werden aktiviert. Das bedeutet die gesteigerte Lymphperistaltik, dadurch bessere mechanische Abschöpfung der Lymphe aus dem extravasalen Raum, gesteigerte Zufuhr der mit Eiweiß, Hormonen und Natrium angereicherten Lymphe in den Blutkreislauf, dadurch Blutverdünnung, Erhöhung des onkotischen Druckes, dadurch Vorbeugung weiterer Ödembildung, Senkung der Mikrothrombosierungsgefahr im Gehirn, in der Leber und in den Nieren, dadurch geringere Verkrampfungsbereitschaft und geringere Gefahr des befürchteten sogenannten HELLP-Syndroms. Dadurch auch Diurese-Steigerung mit Ausschwemmen von Wasser und Natrium. Vermehrtes Bluteiweiß aus der Lymphe hält besser das Wasser im Blutkreislauf. Dies führt zu weiteren Faktoren der Ausschwemmung und Vorbeugung von Ödemen, Abdunkelung und Ruhe während der Behandlung, Beugen der Eklampsie vor. Und bei der chronischen Mangeldurchblutung der Plazenta und Wachstumsretardierung des Fetus. Wir können die ungeborenen Kinder durch den mütterlichen Organismus erreichen. So ist das bei chronischer Mangeldurchblutung der Plazenta und Wachstumsretardierung des Fetus. Gesteigertes Sauerstoff, Hormon- und Eiweißspiegel im Blut kommen transplantar der Mutterleibsfrucht als Wachstumsschub zugute. Bessere Blutversorgung entsteht auch im kindlichen Organismus nicht durch das CO2, sondern durch die mütterlichen Mediatoren. Allgemeine Entspannung, Entkrampfung der Blutgefäße, bessere Durchblutung in der uteroplazentaren Einheit, mehr freigesetzte weibliche Hormone, Bohreffekt mit mehr Sauerstoffversorgung, günstiger Verlauf der Blutgaswerte mit alkalisierender Wirkung, nachhaltige anabole Stoffwechsellage des Kindes, Wachstumsschub durch größere Freisetzung von Wachstumshormon, Senkung des peripheren Widerstandes im Kreislauf des Kindes und keine Nebenwirkungen in der Schwangerschaft. Die Beobachtung bei normaler Schwangerschaft. Es wurde mehrfach berichtet, dass Kinder der Mütter, welche die geschlossene Kohlendioxid-Komfort-Gas-Behandlung während der Schwangerschaft durchgeführt hatten, sich nach der Geburt viel besser entwickelten und intelligenter zu sein schienen. Meine eigene Tochter machte diese Therapie ab dem 6. Schwangerschaftsmonat bei allen 3 ihrer Schwangerschaften. Alle verliefen ohne Komplikationen. Es blieben bei ihr keine Strien danach. Alle ihre 3 Entbindungen, insbesondere die Öffnungsperiode, waren sehr leicht und schmerzfrei. Für mich als den erfahrenen Geburtshelfer war jeweils ihre Plazenta auffällig. Sie war jedes Mal zwar deutlich kleiner als sonst, aber immer sehr schön, gut durchblutet, ohne jeden Infarkt und ohne jede Kalzifikation, was sehr selten ist. Offensichtlich war sie sehr funktionsfähig.